Okay, jetzt können wir uns hier erstmal umsehen. Und die Leute looten, die unser schöner Geschützturm hier uns schon mal für uns ausgeschaltet hat. Aber wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir hier sowieso hin müssten. Ja, an den Eisbären erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber wieso? Wieso sind wir, sollten wir hier hin? Ich werde diesen Ort vermissen. Rancher war für Typen wie mich das reinste Paradies. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als dumme. Na, wir sehen uns hier auf jeden Fall erstmal um. Was wir erledigt haben, haben wir erledigt. Keine Splicer hier, fällt mir spontan schon mal auf. Dafür Bandagen und so ein Zeug. Was man in so einer Wohnung halt erwarten würde. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Wohnung von Frank Fontaine, möchte ich noch einmal hervorheben. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Wieso hat Andrew Ryan Frank Fontaine eigentlich überhaupt in seinen Rapture gelassen? Glock, Glock ist immer... What? Ich hab... Ich hab noch überlegt, ich höre es doch, irgendwo muss doch hier... Oh nee, das kann doch nicht wahr sein! Schon wieder eine Eve-Spritze vergeigt! Das nervt mich echt. So eine Scheiße! Eine Genbank. Okay. Das sehe ich mir gleich nochmal an. Da war ein Plasmid oder Tonikum oder sonst irgendetwas zum Einsammeln. Ich gucke erst nochmal hier rüber. Fontaines Schlafzimmer. Gar nicht übertrieben groß oder sowas. Wozu braucht man so viel Platz in seinem Schlafzimmer? Mal ganz ehrlich. Doch lächerlich. Das ist Dekadenz in Reinform, dieses ganze Apartment hier. Aber in absoluter Reinform. Jetzt geht's auf einmal wieder. Okay, erstmal den Tisch untersuchen. Das da, diese geheimnisvolle Chemikalie. Für die werden wir gleich nochmal zurückkommen müssen, wenn wir bei Sojong waren. Da ist gerade Licht ausgegangen. Krasse Sache das. Elektrohaut 2.
Es war voreilig zu sagen, Elektrohaut sei die ultimative elektrische Verbesserung. Elektrohaut 2 ist viel besser. Elektrohaut 2 macht sie zum Schocker statt dem Geschockten. Elektrizität schadet dir viel weniger. Elektrische Angriffe fügen viel mehr Schaden zu. Nö, brauche ich nicht. Zumindest im Moment nicht. Wer weiß, was noch kommt. Aber im Augenblick finde ich es übertrieben. Na gut. Dann sollten wir jetzt so allmählich vielleicht dem guten Dr. Su Chong einen Besuch abstatten. Denn überall sonst auf dieser Ebene waren wir, ne? Jo. Wir nähern uns definitiv dem Ende unseres Abstechers in die Olympus Heights. Hallo, Rosie. Ah, ist chillig. Halt, warte. Hier. Da. Dr. Su Chong. Diese Tannenbaum ist nicht das, wofür du sie hältst. Eine barmherzige Samariterin oder wie? Pustekuchen, das merkst du noch früh genug. Ich habe wirklich schon viel erlebt. Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Zumindest hast du bisher ohne einen einzigen Kratzer überlebt, mein Freund. Aber wart man erst mal ab, bis ich dir persönlich die Hand schütteln komme. Komm mit einem Traum. Dieser Traum wird wahr werden. Überall Splicer. Nirgendwo ist noch mehr von denen sicher hier. Das hat sich gerade so wunderbar angeboten. Das musste erstmal kurz sein. Adam ist der absolute Bringer, Kleiner. Keine Betrügereien, keine Abzocke mehr. Gegen eine Firma mit dem Monopol auf Adam ist ein Erdölkonzern eine Pommesbude. Du musst nur noch die Leichen begraben. Und wenn die zufällig in 9 Kilometer Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegen, hast du einen ganz schönen Vorsprung. Dieser Bastard. Von vorne bis hinten verarscht. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks. Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Chong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Ja, und das ist ja genau das, was sie mit uns gemacht haben, um uns eine neue Vergangenheit, eine neue Identität, neue Erinnerungen einzupflanzen. Damit Fontaine sein Spielchen überhaupt spielen kann. Wobei sich ja die Frage stellt, war das wirklich notwendig, wenn er sowieso die ganze Zeit über die Kontrolle über unser Handeln hatte? Aber es ist ein netter Twist. Von daher lassen wir ihm mal die Freude, wa? So, was haben wir denn hier? Clever Inventor. U-Invent-Stationen sind ein Wunder der modernen Technik. Und jetzt brauchen Benutzer sogar noch weniger Rohmaterialien, um das benötigte Objekt herzustellen. Es ist keine Zauberei. Es ist Clever Inventor. Wie
Ja, ich brauche definitiv noch ein Techniktonikum. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Ja, wo sich Charge Nummer 192 befindet, wissen wir ja schon. Warte mal, einen Augenblick. Da ist schon wieder dieses Mittel. Das haben wir doch in Fontaines Wohnung gesehen. In Su Chongs Labor finden wir es sicher auch. Durchsuche Su Chongs Apartment. Aber dieser jemand wirst nicht du sein, Bastard. Wo ist denn Su Chongs, Labor? Teufel auch. Baut er da einfach einen neuen Turm auf? Habt ihr das gesehen? Ach, das ist Leiter! Danke für den Besuch. Sag das doch, Mensch! Das ist mir erst gar nicht bewusst gewesen. Ich denke, ich soll zu Chongs Labor durchsuchen. Sein Labor in den Artemis Suites in der Nähe des Apollo Square entwickelt. Tenenbaums Probe fehlt. Sie glaubt, dass Fontaine sie gestohlen hat und vermutlich in seinem Penthouse in Mercury Suites aufbewahrt. Oh Mann. Ich weiß, was jetzt kommt. Und das will ich nicht. Ich hatte absolut keinen Bock drauf. Das ist so nervig. Das wird so ein nerviger Abschnitt werden. Ich kann euch dann auch gleich zeigen, warum. So, erstmal das Zeug nehmen hier. Euch ist eben vielleicht schon aufgefallen, dass uns einfach dieses Security Bullseye Plasmid in die Hand gedrückt worden ist. Und da ist auch schon die Erklärung. Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid ausgerüstet ist. Im Endeffekt bedeutet das, dass wir unsere Plasmide nicht mehr selber bestimmen können, sondern dass wir jetzt nur noch ein Plasmid haben, das wie blöde, das wie wild hin und her springt und seine Funktion ändert, wobei es jedes Plasmid im Spiel werden kann und nicht nur eines der Plasmide, die sich tatsächlich derzeit auch in unserem Besitz befunden haben. Und das Nervige an dem Ganzen ist ja, so kann man ja sagen, ja, okay, Plasmide benutzen wir eh nicht wirklich, aber jedes Mal, wenn dieses Plasmid
sich umändert. Und das geschieht tatsächlich relativ häufig, relativ regelmäßig. Der Zeitraum zwischen zwei Veränderungen, der ist nicht sonderlich lang. Und jedes Mal, wenn dieses verdammte Plasmid sich ändert, schaltet es von der aktuellen Waffe auf das Plasmid um. Und das ist der nervige Teil, den ich meinte. Weil wir ständig wieder auf die Waffe schalten müssen. Die Charge Nummer 192 hat eine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Da, seht ihr? Gut. Such jetzt zu Chance Lavoie in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht mal kurz abspeichere. Jetzt müssen wir übrigens auf den Apollo Square, weil die Artemis Suites sind am Apollo Square. Also jetzt können wir in den Bereich, den wir vor ein paar Folgen tatsächlich schon mal betreten haben. Aber bevor ich da hingehe, werde ich jetzt mal kurz speichern. So, dann setzen wir den Weg fort. Ich kann da nicht raus. Du kannst da nicht raus. Willst du mich verarschen? Was war denn das gerade? Ich weiß, was du vorhast. Und du kannst nicht mal. Und die Roboterbots, Sicherheitsbots da, die will ich gar nicht mitnehmen. Die nerven auch noch. Die brauche ich gar nicht. Das habe ich gar nicht nötig. Ich bin auch so eine absolut unbesiegbare Ein-Mann-Armee. Na nö, Déjà-vu. Oder habe ich das schon gesagt? Na, wir wissen ja, wo es jetzt zum Apollo Square geht. Weil wir ja schon mal da gewesen sind. Ich muss jetzt hier nur einmal den Weg entlang laufen. Dabei jegliche Splicer ignorieren, weil... Ach, scheiß drauf. So, hier sind wir nämlich schon am Ziel. Abfuck ist ja tatsächlich mal ein nützliches Plasmid. Vielleicht können wir das direkt mal benutzen. Obwohl gegen den Big Daddy, den ich eben gehört habe, bringt das auch nicht so viel. Willkommen im Zirkus der Welt. Nee, ist nichts dabei, was mich wirklich interessiert. So, wir gucken erstmal hier auf die Karte. Denn wie ihr seht, ist es tatsächlich nicht sonderlich viel, was es hier zu erforschen gibt. Und wir werden natürlich jetzt als allererstes linksrum zu den Artemis-Labors gehen, damit wir diese zweite Charge holen können. Und danach den Rest von Apollo Square hier untersuchen, weil wir, glaube ich, sowieso über diese Hestia-Geschichte da auf der westlichen Seite dann weiterkommen. Im Moment will ich einfach nur so schnell wie möglich für so leicht dieses Plasmid wieder loswerden. Sie haben Leute auf dem Apollo Square gehängt. Das haben wir ja schon gehört. Vielleicht kommen wir ja durch, ohne dass sie uns bemerken. War sie nicht wunderschön? Ja, weil wir jetzt natürlich keine Kontrolle über unsere Plasmide haben, steht uns auch der Elektrobot nicht zur Verfügung, um dieses Geschütz hier
effektiv zu hacken. Was natürlich bedeutet hat, dass wir das Ganze jetzt zerlegen mussten hier. Was sind das eigentlich für Fotos hier überall?